Und dann gibt es Suchen, die sind eher ein Hobby, ein kleines Abenteuer. Zum Beispiel das Gefühl, dass die Familienwurzeln vielleicht in einem anderen Land liegen könnten, weil man sich der anderen Kultur so hingezogen fühlt. Dem dann nachgehen, Stammbäume erstellen, in Internetdatenbanken forschen, das liegt im Trend. Unserer Autorin Nadja Mönch geht das so mit Frankreich. Fließt in ihren Adern doch ein bisschen französisches Blut? Sie hat nachgeforscht. Ich bin Nadja Mönch, lebe in Leipzig und bin geboren im Schwarzwald. Von dort kommt auch meine Familie, soweit ich weiß. Schon immer habe ich eine große Liebe für Frankreich, als einzige in meiner Familie. Ich frage mich, woher? Vielleicht gibt es Vorfahren in Frankreich, die keiner von uns kennt? Ich wünsche mir, dass mehr Frankreich in mir steckt. Ich will wissen, wer ich bin. Wo soll ich mit der Suche anfangen? Das Angebot ist groß, unübersichtlich und kostet meist. So richtig weiß ich nicht, wo und wie ich beginnen soll. Ich bin ratlos und wende mich an einen Verein für Genealogie der Familienforschung in Dresden. Ronny Steinecke hilft mir. Er hat schon mit 13 Jahren angefangen, nach seinen Vorfahren zu suchen und hat über 4000 Familienmitglieder gefunden. Das überrascht mich. Extrem umfangreich. Ja, und vor allem, man ist eben nie fertig. Es hilft, glaube ich, dabei zu verstehen, dass man selbst eigentlich ein relativ kleines Licht sozusagen im Meer von 1000 oder 10.000 Jahren Menschheitsgeschichte ist. Er schlägt mir vor, mit meiner Suche in digitalisierten Kirchenbüchern anzufangen. Doch dafür brauche ich genaue Namen, Geburts- und Sterbedaten meiner Vorfahren, die ich nicht habe. Und es fällt mir schwer, die alte Schrift zu lesen. Ronny gibt mir den Tipp, mit meinem Geburtsnamen, also der Familienlinie meines Vaters, den Mönchs, zu beginnen. Immerhin weiß ich, dass die Tante meines Opas Johanna hieß. Die sind wahrscheinlich nicht vor 1900 geboren. Nee. Meine Suche hier kostet Gebühren, wie bei den meisten dieser Plattformen. Hier ein Häkchen setzen und dann plus minus 10 Jahre und da können wir mal schauen. Okay. Das ist also ein Ausschnitt aus dem Familienstammbaum, den da schon jemand eingestellt hat. Ah, wobei, guck mal, wenn sie die Tante von meinem Opa war, dann könnte das hinkommen, weil ich bin 85 geboren und mein Opa ist da in der Zeit gestorben. Okay. Ich habe so den Eindruck, dass doch jetzt auch immer mal auch jüngere Leute sich irgendwie dafür interessieren. Ist das jetzt ein Trend oder woher kommt das? Also die Möglichkeit für junge Menschen Ahnenforschung zu betreiben ist, glaube ich, so gut wie noch nie. Einerseits, weil die Quellen im Internet abrufbar sind, viele und immer mehr. Und zum anderen, weil auch die Möglichkeit zum Austausch mit anderen Forscherinnen und Forschern über Facebook, über Internetforen und dergleichen mehr besteht. Warum wollen wir über die Familie was wissen, warum machen wir Ahnenforschung? Das ist einfach die Freude an Erfolgserlebnissen, wenn man einen neuen Vorfahren gefunden hat, wenn man neue Daten hat, wenn man eine Generation weitergekommen ist. Und das andere ist schon, glaube ich, auch ein Stück weit das Finden der eigenen Identität, der eigenen Wurzeln. Das kann auch heißen, dass man gut gehütete Familiengeheimnisse lüftet. Das war die zweite Frau, die haben sich dann vor Gericht noch gestritten. Mhm. Das war die beste Freundin seiner Ehefrau, mit der hat er auch noch eine Tochter gehabt oder einen Sohn gehabt. Da sind ja die Familiengeheimnisse, ja, genau, die dunklen, ne? Da kommt's. Also wenn man jetzt in der jüngeren Zeit bleibt, natürlich die Jahre zwischen, naja, ich sag mal 1933 und zumindest in Ostdeutschland 1989, da kann man natürlich schon Dinge rausfinden, die in der Familie vorher nicht bekannt waren und die verheimlicht waren. Über ein anderes Portal recherchieren wir die Verbreitung des Nachnamens Mönch in Europa. Guck, da gibt es nämlich auch welche in Frankreich. Ich freue mich, doch die Informationen reichen nicht, um zu wissen, ob wir wirklich verwandt sind. Ich wende mich an die Deutsche Zentralstelle für Genealogie. Hier kann jeder in Ahnentafeln, Ortsfamilienbüchern und Archivgut auf Vorfahrensuche gehen. Meine Suche hier beginnt im digitalen Archivbestand. Oh wow, 1379. Allerdings hier in Funktion als Mönch. Ah, okay, alles klar. Na, ja, Mönch des Klosters Forta zum Beispiel. Ja. Aber hier, das sieht doch gut aus, da haben wir es doch. Ah. Na, in unserem Bestand genealogische Mappenstücke gibt es also eine Stammtafel der Familie Mönch. Und die schauen wir uns genauer an. Was kann man hier jetzt sehen? Wie ist das aufgebaut? Da hat der Herr Friedrich Mönch
in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts sich schon mal die Arbeit gemacht und viele Quellen recherchiert und sich so über die Generationen hinweg in der direkten Linie zurückgearbeitet in die Vergangenheit. Ne? Hat es also auch ganz schön weit geschafft. Ne? Wir sind hier jetzt schon im 17. Jahrhundert. Wir sind hier in Magdeburg. Genau, und der Ort hat sich geändert. Das heißt, es sieht so aus, als ob die Familie Mönch aus dem Magdeburgischen ausgewandert ist. Und hier haben wir sozusagen den ersten Nachweisbaren in der Linie, der als Gefreiter in der Magdeburger Garnison stationiert war und der offensichtlich auch das Bürgerrecht hatte. Also doch eher Wurzeln im Osten als im Westen. Möglicherweise. Doch weiter kommen wir mit der Suche nicht. Die letzte Verbindung fehlt. Die kann ich hier nicht finden. Ich dachte, ich hätte Wurzeln in Frankreich. Doch scheinbar kommen Vorfahren der Mönchs aus Magdeburg und sind von dort in den Schwarzwald ausgewandert. Und zwar in die Gegend, aus der ich, meine Eltern und Großeltern kommen. Da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir verwandt sind. Doch um das herauszufinden, muss ich im Schwarzwald noch weiter suchen.